In diesem Video möchte ich mit euch wieder ein bisschen über Animationen sprechen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen den Keyframe Double Animation und der normalen Double Animation? Was sind diese Easing Functions, die es da gibt? Und wie in der Praxis macht man jetzt das, dass hier in diesen, ja, in diesem Button mehrere Werte angezeigt werden und sich diese automatisch animieren und aktualisieren? Und zwar ganz ohne ViewModel. Diesmal schauen wir uns an, was ist der Unterschied zwischen Keyframe Animation und Double Animation. Und dazu wollen wir einfach mal zwei Buttons animieren. Wir machen ein Stack Panel, Orientation vertikal, damit diese zwei Buttons auch schön untereinander sind. So, in diesem Stack Panel geben wir eben rein zwei Buttons, einen Button und noch einen Button. So, und jetzt können wir diesen zwei Buttons ja ganz normal einen Content geben mit "Ich bin dir für die Double Animation" zum Beispiel, ja, sozusagen die Beschriftung, aber ich möchte die Beschriftung zweiteilen. Ich möchte auf der einen Seite sagen, okay, das ist der Button für Double Animation, ich möchte aber auch die aktuelle Breite automatisch anzeigen lassen in diesen Text vom Button. Und WebPF hat ja ein tolles Konzept, das ist das Thema Trennen zwischen Inhalt und Verhalten. Also ein Control wie ein Button hat als Verhalten den definierten Button, aber den Inhalt, den können wir frei definieren. Also nicht nur Content hier, sondern eben, ich kann sozusagen anstatt der Eigenschaft Button.Content einen eigenen Tag vergeben. Und in diesen kann ich wieder ganze XAML-Styles vergeben, also XAML-Elemente reingeben. Ich mache hier wieder ein Stack-Panel zum Beispiel und diesmal mache ich, okay, das ist horizontal und da gebe ich mal zwei Textblöcke rein. Der erste Textblock bekommt den Text Double Animation und der zweite Textblock bekommt als Text ein Binding. Ja, wir binden den Text und zwar auf die Breite des Buttons. Ja, Element Name ist der Button. Speichern das mal. Content Button 2, damit der auch da ist. So, und wenn wir jetzt mal auf Play klicken in dieser kleinen WPF-Anwendung, dann haben wir hier Double Animation und hier haben wir offensichtlich einen Fehler, da die Width aktuell den Wert Null hat. Also wir haben hier ein Null Binding. Okay, das werden wir nachher mit den Animationen beheben. Keine Angst. So, also, aber das Schöne ist, wir haben hier einen Button, wir geben das Content Tag sozusagen, den Inhalt des Buttons werden wir neu definieren, darin geben wir ein Stack Panel mit zwei Elementen rein. Prima, gleiches machen wir im Endeffekt für den Button 2. Der Button 2 bekommt eben dann für uns diese Keyframe Animation, das heißt, wir machen hier Button Content, geben wir in ein Stack Panel rein, Orientation horizontal und dann machen wir den Textblock rein mit dem Text Keyframe Double Animation und wieder einen Textblock mit Text ist gleich Binding wieder auf die Breite, nein, Width Element Name ist gleich Button Keyframe. So, natürlich, ist klar, Element Name. Element Name. Der Button braucht natürlich einen Namen. Ja. Name ist, also x:name ist Button Keyframe. Und der heißt dann nicht Button, sondern eben Button Double. So, dann braucht der Button natürlich einen Name, x:name. Wenn wir den schon referenzieren, direkt aus dem XAML heraus, dann müssen wir ihm auch natürlich sagen, wohin wir den referenzieren. So, Textblock, Textblock, Stackpanel, hier müssen wir das Tag noch schließen. So, dann sieht die Preview auch nicht so schlecht aus. Und wir haben hier zumindest einen Namen für Not a Number. Na, ist schon besser als vorher. Gut. Warum haben wir keine Number? Weil wir noch keine explizite Width haben. Es gäbe da auch Eigenschaften, die wir verwenden können, wie die Calculated Width oder wie die geheißen hat, irgendwie so, ist egal jetzt. So, also,
Wir haben diese zwei Buttons und diese wollen wir jetzt ein bisschen animieren und am besten gleich mit Stilen ein bisschen größer machen, denn so sind sie wirklich klein und damit sie nicht über die ganze Breite gehen, weil wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann möchte ich gern die Breite animiert haben. Irgendwie so. Na gut, also machen wir mal ein Window Resources. Wir haben ja in einem anderen Video gelernt, Styles machen wir hier. Also Style, Target Type, der ist für einen Button. So, das wird der Key. Das wird unser Default Button Style, wenn wir es wollen. Und in diesem Default Style machen wir einen Setter with Property Height. Ja, wir geben den mal. Wir machen ihn groß. Value ist 90. So, dann machen wir noch einen Setter Property. Wir setzen hier in diesem Stil die Eigenschaften so, wie wir sie gern hätten. Vielleicht ein Margin, damit sie nicht so zusammenkleben. 0,0, ein bisschen Abstand und wir machen auch die Breite Width auf Value 200. Ja, wir machen mal eine fixe Breite auf Value 200. Was könnten wir noch machen? Wir könnten alle möglichen Eigenschaften von den Buttons setzen, also zum Beispiel Property Horizontal Alignment auf Left. Ja. Brauchen wir jetzt nicht, aber ging ja auch. So, jetzt haben wir das. Das wird unser Default Button Style und wir werden dann jetzt unseren Buttons sozusagen eigene Stile geben mit eigenen Animationen, die dann auf diesen Default Style beruhen. Also wir machen gleich eine Stilvererbung. Zu den Stilen gibt es hier ein Video. Wer das nachlesen kann, möchte einfach tun. Also nachschauen. So, und zwar dieser Style, der Button Double, bekommt jetzt eine Static Resource, eine statische Ressource, die wir dann hier herum definieren und über den Namen entsprechend angeben können, nämlich ein Button Style Double Animation. Diesen müssen wir noch machen. Also machen wir einen neuen Style. Und in diesem neuen Stil haben wir jetzt eben... Also basieren wir auf den anderen. Wir haben hier einen Target-Type für Button, also dieser Stil gilt nur für Button. Er bekommt eben den Key mit dem Text, den wir gerade angegeben haben. Und dieser ist jetzt based on auf die statische Ressource mit dem Default-Style. Ja, und jetzt sehen wir, dass er die Eigenschaften vom Default-Style bereits übernimmt für diesen Button. Das sehen wir schon in der Vorschau, ohne dass wir das jetzt irgendwie noch mal machen. So, gleiches machen wir dann natürlich auch für die Keyframe Animations. So, wir machen Folgendes. Wir wollen, dass sich das ändert, je nachdem, also sobald wir die Maus drüber bewegen. Also, Maus drüber bewegen ist ein Trigger. Und zwar ist es ein Event-Trigger. Rooted Event ist gleich Maus.Maus. Enter, also wenn die Maus reingeht. Und jetzt machen wir jetzt, brauchen wir Actions. Und in diesen Actions machen wir jetzt ein Storyboard rein. Beginn Storyboard und zwar ein Storyboard mit einer Double Animation. Denn die Frage heute ist ja, was ist eine der Unterschied zwischen den Double Animation und Double Animation using Keyframes? Es gäbe auch noch using Path, müssen wir uns vielleicht auch noch anschauen. Also, Double Animation, ich sage mal, die Duration ist, also wie lang dauert die Animation? 5 Sekunden. Sie startet from, also wo startet sie? Von zum Beispiel 200, wir wollen die Breite von 200 bis 400 animieren, to 400. Wir können auch sagen Auto-Reverse, damit es sich automatisch wieder umdreht, sozusagen. Auto-Reverse ist true. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, welche Eigenschaft soll denn überhaupt animiert werden? Also, wie lang dauert die Animation? Wo startet sie? Wo endet sie? Und jetzt ist noch die Frage, was überhaupt? Also, und was ist ein Storyboard.TargetProperty? Also, vom Storyboard, was ist mein Target Property? Die Target Property ist die Width, also die Breite des Buttons. So, wenn ich jetzt mal auf Play drücke, dann macht er jetzt Folgendes. Er animiert mir hoffentlich, wenn ich die Maus so drüber bewege, den Button von 200 bis 400. Und zwar ganz linear und dann fährt er wieder zurück, weil wir auf Reverse gestellt haben. Also, darauf, er animiert ihn von 200 bis 400 und fährt dann wieder zurück. Das Ganze geht, wie gesagt,
linear. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können sagen, okay, es soll nicht linear sein, es soll eine Easing-Function haben. Und hier gibt es verschiedene Easing-Functions, die man machen kann. Die wenigsten Animationen sind heutzutage linear, also mir fällt gar keine ein. Also Animationen sind nicht linear. Sie sind auch in der Natur niemals linear. Und deswegen sind die meisten irgendwie so exponentiell. Es gibt immer Easing Function, also so langsam anlaufen, dann schnell bewegen und wieder langsamer werden zum Ende, zum Beispiel. Oder so ein Bouncing, sowas in der Art. Machen wir mal ein, also da gibt es hier viele verschiedene. Da gibt es ein Power Ease, ein Back Ease, ein Sine Ease, Cubic und Circle. Ja, das sind mathematische Funktionen. Power, also hoch, irgendwas, Sinus oder eine kubische Funktion. Mach mal ein Back-Ease mit Easing Mode. Dann gibt es Ease In, also nur beim Anlaufen, Ease Out, nur beim Beenden der Animation und dann gibt es noch ein Ease In Out. Das ist quasi so vom langsam starten und langsam enden, also sowohl angehend als auch bis zum Schluss sozusagen. Gut, da gibt es noch die Sache wie eine Amplitude zum Beispiel 1,5. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich jetzt die Animation verhält. Er wird kleiner, bevor er groß wird. Und dann, er wird sogar etwas größer, bevor er wieder klein wird. Ja, also er wird kleiner, er nimmt sozusagen Anlauf. Gut, muss mit der Maus schon drüber bleiben. Er nimmt Anlauf und geht dann auch ein bisschen übers Ziel hinaus, um dann wieder das Is-Out zu machen und wieder langsamer zu werden und das Ganze dann auch wieder umgedreht. So, das ist mal Back-Ease mit Ease in and out. Ja, wenn ich das Out zum Beispiel weggeben würde, dann sieht die Animation einen Tick anders aus. Er wird kleiner, dass er dann schnell groß werden. Ups, er wird kleiner, damit er dann schnell groß werden kann. Und er wird aber dann nicht größer und langsamer, sondern er macht es gleich wieder rückgängig. Ja, das ist so eine Stoßdämpferkurve gerade gewesen, was wir da eigentlich haben. Ja, das Schlagloch kommt und drückt es zusammen, dann, oder so eine Beule kommt. Irgendwie so ein Stoßdämpferverhalten. Gut, lassen wir das mal. Sehen wir uns an, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Double Animation und eben dieser Keyframe Animation. So, dazu haben wir irgendwo unseren Button, der Keyframe Button, den haben wir schon hier. Und auch dieser Keyframe Button kriegt wieder einen Style, Static Resource. Und diesen nennen wir Button Style Keyframe Animation. So, damit ich mich nicht vertippe, mal so hergegangen. So, wir haben hier unsere Double Animation gehabt. Wir machen hier einen neuen Style. Target Type ist ebenfalls wieder Button natürlich. Ups. Der Key ist nun das hier. Und ist ebenfalls wieder basiert auf unserer Static Resource mit Default Button Style. Wir wollen ja nichts mehrfach angeben, denn davon wissen wir alle, sterben Eichhörnchen. Das wollen wir vermeiden. So, gut. Jetzt haben wir sozusagen unsere Keyframe hier definiert. Und ja, dann brauchen wir natürlich auch wieder so einen, den Trigger, das bleibt alles gleich, ja, Style Triggers, Triggers, dann gibt es einen Event Trigger mit einem Rooted Event mit Maus, Enter und wenn wir das jetzt haben, machen wir wieder Begin Storyboard, wir machen wieder Storyboard und jetzt machen wir keine Double Animation, sondern Double Animation using Keyframes. Auch dieser muss ich natürlich sagen, eine Duration, wie lange soll die Animation dauern? Und ich muss auch wieder sagen, Storyboard, was soll ich überhaupt animieren? Was ist mein Target Property? Das Target Property ist die Width. Auch das muss ich machen. Nur jetzt sage ich nicht mehr, wo startest du, wo endest du, sondern jetzt mache ich ein Linear Double Keyframe zum Beispiel. Und dieses Linear Keyframe ist im Endeffekt folgendes. Ich sage, okay, bis zu einem Wert von einer Breite von 350, also anders. Die ganze Animation dauert 5 Sekunden. Ich sage jetzt, nach einer Sekunde, also nach einer Sekunde, soll der Wert bereits auf 350 sein.
rückgängig. Dann sagen wir nach beispielsweise Linear Double Keyframe nach 4 Sekunden soll der Wert auf 380 sein. Also nicht sehr weit für 3 Sekunden. Und dann soll er wieder etwas Gas geben. Linear Double Keyframe Key Time equals nach 5 Sekunden sozusagen am Ende soll der Wert auf 400 sein. Also wir starten immer, wir gehen immer bis zur Endzeit der gesamten Animation. Und jetzt haben wir sozusagen die Schritte angegeben und dazwischen wird linear interpoliert, also linear hochgerechnet. Ich mache mal schnell, dann ganz langsam. Und wenn er das dann hat, dann macht er noch den letzten Rücker zur, also die letzten 20 in der letzten Sekunde. Also bei Double Animation gebe ich Start und Endwert an, bei der Keyframe Animation einzelne Schritte dazwischen. Und diese einzelnen Schritte dazwischen, die werden sozusagen einfach abgespielt. Ja, ich kann hier natürlich mehrere und verschiedenste Keyframes angeben, wie es mir gern passt. Ja, wie gesagt, die werden dann nacheinander einfach abgespielt. So, nun habe ich aber gesagt, dass es sozusagen diese Linear-Varianten in der Natur nie gibt und kaum Animationen so sind, weil es einfach unnatürlich ausschaut. So, jetzt kann ich natürlich mit diesen Keyframes und Co. mich sehr bemühen, um auch irgendwie so eine schönere Variante zu machen. Ich kann aber auch hier die Easing Functions verwenden. Ja, es gibt ja hier neben der Linearen auch andere Sachen, wie zum Beispiel eben diese Easing Double Keyframe. Die braucht natürlich auch den Key Time. Ja, wann ist es soweit? Ich habe die oberen Werte schon ein bisschen geändert. Sagen wir nach 8 Sekunden machen wir die gesamte Animation nicht 5 Sekunden, sondern 8 Sekunden. Und hier gehen wir auf ein Value von 450 und diese Easing, die braucht wieder hier so Easing Functions und diese Easing Functions gibt es jetzt eben Sine, Exponential, Circle, Quadratic, aber auch dieses Bounce oder Back Ease, Cubic Ease, Elastic Ease, also gibt es einige Easing Funktionen, die wir hier auch verwenden können. Und man kann die auch mischen. Also ich habe jetzt diese Keyframes und Co. und zum Schluss eben auch den Keyframe mit Easing. Ja, dann wird dieses Easing verwenden zum Schluss. Ja. So ein Bouncing macht er da. Ja, das war das Elastic Ease. Also wie man sieht, man muss schon ein bisschen herumtüfteln vielleicht mit den Animationen, aber vor allem, bis man eine hat, die auch wirklich das macht und so aussieht, wie man es will. Aber umgekehrt, mathematische Funktionen brauchen wir selbst nicht bauen. Die ganzen Animationen, Rendering-Aktualisierung brauchen wir selbst nicht bauen. Also, in Summe, ist nicht so schwer. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren. So, was ich euch nicht vorenthalten will, natürlich sind diese Easing-Functions. Ja. Slightly before it begins oder create a bouncing effect, ja, dann gibt es eine circular function, dann gibt es so hoch 3, hoch quadratische Funktionen, hoch 4, hoch 5, eine entsprechende Sinusformel, hoch P-Formeln. Gut, ist alles mathematisch, ist alles naheliegend oder auch nicht, je nachdem, wie es euch damit geht, aber zum Glück haben wir auch ein paar Sachen hier. Ja, zum Beispiel, was ist mal dieses is-in, is-out, ja, mit back-ease? Na, sehen wir, okay, der startet beim Wert, dann wird er etwas weniger, bevor er dann so steil nach oben geht, beim Is-In. Wenn er Is-Out macht, startet er schnell und die Kurve ist sozusagen gespiegelt. Ja. Startet schnell und geht etwas drüber und wird dann wieder, pendelt sich zum Zielwert ein. Bei Is-In and Out macht er beides, also startet er, geht dann ganz schnell hoch und etwas drüber und kommt rein. Ja, beim Bouncing, ja, der springt und wird immer besser, immer höher, beim Is-In, beim Is-Out wird wieder gespiegelt sozusagen und immer kombiniert. Ja, im Circle, Cubic, etc., etc., Elastic Mode, da sieht man die verschiedenen Kurven, die man da so braucht. Exponential ist zum Beispiel diese Kurve recht angenehm manchmal, oder auch geht auch powermäßig, wo man, ja, das ist so Sigmoid-mäßig, ja, oder Tangens Hyperbolicus ist ebenfalls annähernd in diesen Richtungen. Gut, man kann auch Custom Easing Functions machen natürlich, je nachdem, was man
gerne hätte, kann man auch einbinden. Aber diese Grafiken, die helfen, glaube ich, schon mal sehr gut, um festzustellen, was für eine Easing-Variante man gerne hätte oder welche Art von Kurve man, welche Art von Ease man hier ja, machen möchte. Link zu dem Artikel natürlich in der Beschreibung. Noch zwei Sachen zu den Keyframe Animations. Das eine wäre diese Spline Animation. Gibt es Spline Interpolation, das ist sozusagen eine, so eine Bezier-Kurve, Bezier-Kurve, wie man das nennt, weiß nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja. Und da gibt es eben dann die entsprechende Angabe mit diesen Kontrollpunkten und dann kann man eben so alle möglichen Kurven machen. Ja. Grafiker kennen das auch aus allen möglichen Grafikprogrammen. Was natürlich auch geht, diesen Key Time, die muss man nicht nur als Sekunden angeben, sondern man kann diese auch zum Beispiel in Prozent angeben. Dass sie sagen, okay, wenn 20% der gesamten Animationszeit des Storyboards verbraucht sind oder 30 oder 50, muss man sich nicht mit den Sekunden herumärgern. Auch dieser Link natürlich in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.